ein Schlamperich. Gib Autogramme, steh im Rampenlicht. Du findest keinen zweiten Mann wie mich, ganz gewiss. Aber ohne dich kann ich nicht. Weil du nicht so wie die anderen bist, lange nicht. Weil da gar nichts zu verhandeln ist. Weil man angekommen ist, wenn man aufeinander trifft. Ohne dich kann ich nicht. Ja gut, Tag allerseits. Das ist die Diffus-Titelstory. Mein Name ist Markus Kafka und hier ist der Held dieser Geschichte, Sido. Der Hero. Ja, so wie du auch sitzt auf deinem Thron. Naja, na klar. Und du so hochgucken musst zu mir. Hier, man hat es sofort gesehen, wir sind in einem Friseursalon. Barber? Barbershop. Ja. Warum sind wir hier und wer stellst du uns den jungen Mann mal vor? Das ist Burak. Ja. Der beste Friseur des Landes. Also der Einzige, der auch sich mit meinem Gewusel da irgendwie auskennt und da was hinkriegt auf meinem Kopf. Warum wir hier sind, weil ich gerade aussehe wie ein Waldschrat und das wieder irgendwie gerichtet werden sollte. Aber Burak ist auch der Einzige, der immer, der guckt mich an wie so eine Statue, so eine Skulptur. Der guckt mich an und weiß, was er machen muss. Weil ich wüsste auch gar nicht, was ich ihm sagen soll. Mach mal so, keine Ahnung. Er ist der Einzige, der mir eine Frisur macht. Die Frisur, die ich trage, hat er erfunden. Also alles, wie ich auf den Haaren aussehe, wie mein Bart aussieht und so weiter, das ist alles auf Burak sein Mist gewachsen. Wenn der nicht da ist, sehe ich nicht aus wie ich. Okay. Burak, jetzt hast du zwar kein Mikro, aber darf ich dich trotzdem fragen, wie nennst du Sido? Sido. Also nicht Sigi und auch nicht Paul. Sigi auf jeden Fall, wenn ich ihn privat sehe, dann Sigi. Klar. Ja. Aber wenn man sich über ihn unterhält, dann Sido. Ich frage natürlich deswegen, weil dein neues Album ist auf dem Weg und das heißt Paul. Ja. Und Paul ist natürlich erstmal eine Ansage, weil ich meine, es gibt viele Künstler, die irgendwann ihr Album so self-titled nach ihrem Künstlernamen auch nennen. Aber nach seinem bürgerlichen Namen eine Platte zu benennen, ist natürlich nochmal Next Level. MC René hat mal ein Album namens Bernd genannt. Ja. Das also, ist gab schon mal ein Album. Next Level. Vornamen. Gab schon mal. Wer da jetzt Bernd in dem Zusammenhang war, weiß ich nicht. Kam auch nie richtig raus. Das Album hieß halt Bernd. Aber mein Album heißt Paul nach mir. Ja, nach diesem anderen in mir. Es gibt noch diesen Paul in mir, so einen 20-Jährigen, der nicht, der irgendwann aufgehört hat zu existieren, als Sido dann das für ihn übernommen hat. Ne? Ah, du meinst, du hast dich zwischenzeitlich von dem Paul gelöst und versuchst ihn jetzt wieder zu finden? Unbewusst hat Sido das da alles übernommen. Und Sido ist halt wie so ein Superheld, das muss immer alles funktionieren, der muss immer seinem Image gerecht werden, auch jederzeit, also wenn er draußen ist unter Menschen, ne? Ja. Muss ich immer meinem Image gerecht werden, auch unter Freunden und so weiter. Ist halt, Paul ist auf der Strecke geblieben, für mein Verständnis, dass dieser Paul in mir sich findet und sich sucht und wurde auf einmal, wurde mir Sido aufgezwungen. Was heißt aufgezwungen? Aber es ist halt so passiert. Sido war auf einmal da und musste das dann alles übernehmen. Ne? Naja, eine Künstlerperson hat ja auch unbestritten viele Vorteile. Ne? Man kann sich super dahinter verstecken, wenn es nicht so gut läuft. Und mittlerweile ist das halt mein Ventil für den Selbsthass. Ist halt, ich kann das alles auf den legen. So den Sido? Ja. Ich kann mittlerweile sagen, ja, ich bin es ja gar nicht. Das ist halt Sido, der diese Dinge tut, dieses immer fröhlich sein und so nie zulassen, so Gefühle nicht zulassen können und so, weil das ja halt nicht gerade passt und so, das kann ich ja alles auf Sido schieben. Interessant, wie du konsequent jetzt von Sido in der dritten Person redest. Ja, ich versuche, es ist für mich schwer auch, gerade in Interviews ist mir das die letzter Zeit schwer gefallen, zu wissen, als wer ich gerade antworte. Von wem ist die Antwort gerade angebracht, auf die welche Frage. Ja. Oh, das ist ja dann für alle Beteiligten so eine leicht schizophrene Situation. Crazy, ja. Weil ich weiß ja genauso wenig, mit wem ich da rede dann. Ich auch nicht. Das kann ja heiter werden. Ich weiß, mit wem ich rede, aber ich weiß nicht. Ich versuche mir da so ein bisschen bewusst zu werden. In erster Linie kannst du immer mit Sido rechnen, glaube ich, in der Situation hier, weil es einfach gewohnter ist. Okay, wenn man jetzt mal sich direkt das Intro des Albums anhört, da sitzen Leute zusammen und das ist der Beginn einer Gruppentherapiestunde. Mhm, genau. Da wird aber jemand als Paul eingeführt. Ja. Und wenn ich dich jetzt frage, beziehungsweise es ist ja bekannt, dass es keine super fiktive Situation war, sondern dass es ja in diesem Jahr einen Punkt gab, an dem Paul, also du, in so einer Therapie saßt. Mhm. Ja, das hat nicht mal funktioniert. Da saß Sido. Für die Leute saß da Sido, die in diesem Stuhlkreis saßen, die Leute, die mich nicht kannten. Für die saß da Sido und auch für mich, ich habe in der Zeit und in der Zeit danach überhaupt realisiert,
dass das mein Problem ist. Aber es ist halt auch in der Klinik aufgekommen. Da kommen dann so Leute zu mir und sagen, ey, ich habe meiner Tochter erzählt, dass du hier bist. Ich brauche unbedingt ein Foto von dir. Also sogar in dieser Klinik, wo man sich auf sich besinnen soll und alles andere so weglassen soll, werde ich wieder auf Sido reduziert von allen Anwesenden. Wir müssen natürlich jetzt auch mal den Weg dahin ein bisschen skizzieren. Ne? Mhm. Weil wissen ja nicht alle, dass du da eingecheckt hast. Da sind ein paar Sachen vorher passiert, die da so eine gewisse Notwendigkeit hervorgebracht haben dafür. Und wo würdest du da jetzt anfangen? An welchem Punkt sind Sachen nicht mehr so gelaufen? Also ich war ja 7 Jahre verheiratet, glücklich. Und es hätte wahrscheinlich auch alles weiterlaufen können. Aber in mir ist so ein Gefühl gewachsen von, ich weiß nicht, ob das so eine Torschlusspanik oder keine Ahnung, was das war. Ich würde sagen, vielleicht ist es eine klassische Midlife-Crisis. So, und was macht man jetzt, wo kommt man hin, wer bin ich, ist das alles richtig, der Weg, den du bis hier gegangen bist und so weiter. So eine Gedanken kamen mir, so eine Krise, die war der Auslöser. Das kam irgendwie von innen hochgekrochen in mir, keine Ahnung. Ohne dass es wirklich so einen Moment gab oder eine Situation gab, die das ausgelöst hat, das kam so hochgekrabbelt in mir. Das Ganze war dann zeitlich auch noch parallel zu Corona, als es aufkam. Ja, ziemlich zeitgleich. Die erste Zeit von Corona habe ich ja diese Sendung gemacht, diese Internetsendung Sido, zu Hause mit Sido, ja. Wo ich 12 Stunden jeden Freitag gestreamt habe mit den Leuten, dass sie so ein bisschen Unterhaltung haben. Und in der Zeit bin ich auch aus dem Haus geflogen. Ja, innerhalb dieser 10 Wochen bin ich ausgezogen in irgendein Hotel oder irgendwas, Airbnb oder so. Wie darf man sich so eine Midlife-Crisis dann vorstellen? Bist du feiern gegangen? Danach? Ja, also als ich aus dem Haus war, als ich dann ausgezogen bin, dann ging es rund. Da habe ich mich auch tatsächlich halt dann ausgelebt. Ich dachte, das ist das, was ich brauche. Ich brauche so ein Rock'n'Roll oder so. Dann war aber der Auslöser erstmal, dass deine Beziehung an dem Punkt war, wo es nicht mehr weiterging. Ja. Okay. Meine Ehe sogar, das ist eine Ehe. Ja. Meine Ehe. Und dann bist du rausgeworfen worden, bist alleine in eine Wohnung und kamen dann so die alten Dämonen wieder zurück? Mhm. Also die Dämonen wollten zurück und ich habe es halt unterdrückt mit Drogen und Sex und Sessions, Mucke machen. So. Also was krass ist, wir sind jetzt hier in diesem Barbershop und das ist ja per se erstmal so ein bisschen Comic Relief von einer sehr, sehr ernsten Phase in deinem Leben. Und jetzt sind wir relativ schnell an den Punkt gekommen, wo du sehr, sehr offen über die Sachen sprichst. Mhm. Also ich habe jetzt für mich erstmal so das Gefühl, dass es mich trotzdem überhaupt nichts angeht. Aber was hat dich dazu bewogen, jetzt diese Sachen zu teilen? Also es gibt, du machst eine ganze Platte drüber und teilst es mit den Menschen. Also die Platte an sich ist für mich, das war für mich so der Abschluss der Therapie. In der Therapie, also auch in der Klinik und so, bin ich nicht wirklich zu dem Punkt gekommen. Und mir war klar, ich muss das irgendwie mit mir alleine machen. Also ich weiß, wo ich bin, was ungefähr der Fakt ist. Und es ist schon viel. Ich bin schon drauf gestoßen worden, so könnte man sagen, in der Klinik, bei der Therapie. In erster Linie aber bei der Gruppentherapie. Nicht bei den Einzelsitzungen, sondern diese Gruppen. Deswegen ist auch das Intro eine Gruppentherapie. Diese Gruppentherapien, das ist crazy. Wenn du da sitzt, du musst nicht mal selber reden, aber du sitzt so Leuten gegenüber, die gar nichts mit dir und deiner Art und deinem Leben zu tun haben. So Ärzte, Anwälte, Lehrer, sowas, ja. Und die reden über sich und in dem, was sie da erzählen über sich und ihre Probleme, siehst du dich einfach. Und dann fühlt man sich plötzlich nicht so alleine, was auch eins meiner großen Probleme war. Ich habe mich so alleine gefühlt, auch im Raum mit Freunden und so unverstanden alleine, spezial, so special und so. Ich habe mich immer anders gefühlt. So, ne? Und das hat mich sehr einsam gemacht. Und dann sitzt du in einer Runde mit so Leuten, kein Rapper oder irgendwas, Musiker oder so, aber in deren Problemen hörst du dich. Und das befreit tatsächlich. Ne? Ja, wenn wir gleich mal das erste Stück nehmen, Atmen, da geht es ja los mit, ich bin 41 Jahre und die Tage waren wie Atmen unter Wasser. Mhm. Und dann gibt es noch weitere Metaphern wie Elefant auf der Brust oder ich spüre gar nichts, überfahre mich mit dem Laster. Kannst du uns mal mitnehmen auf den Weg zu diesen Textzeilen? Wann sind die in dir entstanden? Ja, die sind entstanden, weil ich eigentlich der glücklichste Mensch der Welt sein müsste, in meiner Ehe, Kinder, Karriere, alles läuft, alles ist gut, aber ich kann nicht mich so hinsetzen und dieses Durchatmen, dieses so angekommene Durchatmen, was man so macht, wenn man von sich sagt, man ist angekommen und man möchte jetzt so relaxen, dieses, ne, das.
Konntest du das noch nie? Also auch nicht zu den glücklichsten Zeiten deiner Ehe? Das ist für mich dieses Atmen unter Wasser. Okay. Dieses Elefant auf meiner Brust. Ich kriege dieses Durchatmen. Ich bin immer so kurzatmig und so habe das Gefühl, ich habe was zu erledigen und so. Es ist, ja. Hattest du ein bisschen gehofft, dass die Familie jetzt, die du zuletzt hattest, also du hast sie ja immer noch, aber dass das Haus im Speckgürtel von Berlin, dann die zwei jungen Kinder, deine zwei jungen Söhne und die Ehe, dass das vielleicht an irgendeinem Punkt hätte bewirken können, dass du mal richtig atmen kannst? Dachte ich ja. Ich meine, 7 Jahre. Wir waren 7 Jahre verheiratet. Ne? Es hätte eigentlich, ich dachte, das ist das. Ich dachte, das ist dieses Durchatmen und so. Aber es war es halt nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich für sowas nicht gemacht. Für so eine Ehe und so weiter. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Was natürlich scheiße ist, dass da so Kinder bei auf der Strecke bleiben. Ne? Mhm. Das ist das, was mich da besonders auch dann nervt. Ja, also ich meine, wenn du jetzt über die Kinder redest, es gibt ja dann einen weiteren Song, der Rollender Stein heißt. Mhm. Da entschuldigst du dich mehr oder weniger bei deinen Kindern. Also versuch mich zu erklären so ein bisschen. Ja, genau, so. Sowas in der Art. Die sind jetzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 5? 6, 8. 15? 16 und 22. Okay. Und wie war es, als du ihnen den Song vorgespielt hast? Die beiden Älteren kennen den schon. Die waren auch bei der Entstehung dabei, also im weitesten Sinne. Und wie gesagt, ich sag's auch auf dem Song, ich bin nicht so gut in Gefühle zeigen wie ihr. Damit will ich nicht sagen, dass die besser sind, sondern ich bin genauso nicht gut wie die im Gefühle zeigen. Und das ist halt so, wir sitzen dann da und ich spüre das, dass da was ist bei denen, aber wir reden halt nicht so drüber. Ne? Hat der Song dann auch ein paar Ventile bei dir geöffnet? Es ist oft so, wenn ich Dinge schreibe, dass ich mir währenddessen erst über Dinge bewusst werde, während ich es schreibe. Wenn ich mir diese Fragen selber stelle und so. Ja, ist oft so. Auch in Interviews passiert mir das oft. Wenn die richtige Frage gestellt wird, dann komme ich auch, gebe mir manchmal ein Licht auf und so. Das passiert auch, ja. Wie muss man sich denn dann überhaupt vorstellen, dass du irgendwann die Zeit versucht hast, mit Musik zu verarbeiten? War das so ein ständiger Prozess oder gab es irgendwann mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt bereit, an der Platte zu arbeiten und die wird jetzt so und so aussehen und die heißt Paul? Ich hatte was ganz anderes vor, musikalisch und so. Ich wollte erstmal ein ganz anderes Projekt verwirklichen und so, aber für mir war klar, ich muss das jetzt schreiben und das wird viel. So nach der Klinik war das. Mhm. So. Und ich habe gemerkt, ich bin noch nicht ganz durch mit der Sache und so. Mir fehlt da noch was. Und ich hatte jetzt auch keinen Bock, Einzeltherapie weiterhin zu buchen und so weiter. Ich hab so Kontakt zu meiner Gruppe noch und so, ne? Aber ich wollte keine Einzeltherapie weiter buchen und so, weil das bringt mir tatsächlich nichts. Und dann wusste ich, ich muss schreiben. Und das ist auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich zu Universal gegangen bin und gesagt habe, ich will ein Album machen. Und nicht, dass die zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir hätten mal gerne wieder ein Album von dir, sondern ich bin zu Universal gegangen und habe gesagt, ich würde gerne jetzt ein Album machen. Geht das? Passt das in den Plan? Und ich muss schreiben jetzt. Das ist ja ein Klischee, aber manchmal trifft es ja vielleicht auch zu, dass Musik ja auch so eine Art Therapie sein kann. Ist es, das wollte ich damit sagen. Ich wollte nur diesen Satz nicht sagen, weil den hört man oft. Ja. Deswegen wollte ich es umschreiben, aber es ist halt genau das. Also eine Fortsetzung sozusagen der Gruppentherapie auf einem eigenen Album. Ja, und warum ich das mache, das habe ich aber auch mit meiner Therapeutin im Vorfeld besprochen. Sie hat mir auch geraten, das vielleicht alles mal aufzuschreiben und so. Und zu schreiben und das mit mir selber auszumachen, weil sie gemerkt hat, sie kommt bei mir vielleicht an die Grenze. Und da habe ich mit ihr darüber gesprochen, ob ich es nicht vielleicht auch releasen sollte, weil es Leuten helfen kann. Weil ich auch gerade in der Therapiezeit also die Klinik ist geplatzt vor Neuankömmlingen. Ne? Und das war halt Corona. Und ich gehe halt davon aus, dass Corona halt das mit den Leuten gemacht hat. Es hat die Geister zugelassen und man hatte viel mehr Zeit für die Geister, weil man nichts zu tun hatte. Und da sind viele auf der Strecke geblieben, glaube ich. Und deswegen mache ich es halt so öffentlich. Und ich kriege auch sehr viel Feedback in letzter Zeit dafür, wo mir Leute sagen, ich stecke in derselben Situation, danke. Und so. Also danke ist das, was ich am meisten höre als Feedback für das Album. Ja, es ist ja auch extrem wichtig, das kann man ja immer wieder beobachten, dass seelische Gesundheit ein Thema ist, das vielleicht vor ein paar Jahren komplett totgeschwiegen wurde noch, also vor allen Dingen von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen und jetzt zunehmend so eine Awareness da ist. Also ja. es gibt, es
gibt Podcasts drüber, es gibt immer mehr Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die auch drüber reden. Hast du wahrscheinlich auch gemacht, die Beobachtung? Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe in letzter Zeit viel mit Leuten zu tun. Und gerade weil ich mich mit mir da so sehr auseinandersetze, ist das für mich halt immer sehr viel Gesprächsthema mit Leuten, mit denen ich bin. So Psyche und wie sieht das bei dir aus und so. Und es gibt halt sowas wie so Dinge, die so belacht wurden, sowas wie Vaterkomplex, Daddy-Issues und sowas, ne? So eine Sachen, die nehme ich viel, viel ernster mittlerweile. Also viel, viel ernster. Das ist nicht nur so ein neumodisches Dahergequatsche. Es hilft ja wirklich auch Menschen. Das sieht man ja auch schon, was du die ersten Zuschriften unter den Videos und Sachen, die du jetzt auch schon gesagt hast. Es gibt ja dann auch noch den Song Versager, weil du gerade den Vaterkomplex angesprochen hast. Und wir haben da in einem früheren Interview mal drüber gesprochen. Da hast du mir erzählt, wie dich deine Mama mal sozusagen als Geburtstagsgeschenk mit zu ihm genommen hat und er dir in Unterhosen die Tür aufgemacht hat. War das eigentlich das letzte Mal, als ihr euch gesehen habt? Der hat die Familie verlassen, da warst du noch nicht mal 3, ne? Sehr junge. Ja. Wann ist dir jetzt aufgefallen im Prozess, als es dann darin ging, diese Platte zu machen und auch diesen Song zu schreiben, dass du da auch wirklich Issues hast, was das betrifft, das Thema? Das ist mir tatsächlich verrückterweise aufgefallen durch die ganzen Damen, mit denen ich Sex hatte in letzter Zeit. Also zu der Zeit, wo ich dann nicht mehr verheiratet war, viele Frauen getroffen und die hatten alle diesen Vaterkomplex, diese Daddy-Issues. Und ich habe auch das Gefühl, viele Frauen, gerade sexuell, sehen sie in mir so eine Vaterfigur. Und da kam das erst für mich auf, dieses Thema überhaupt, dass es das gibt. Für mich war vorher immer, ich vermisse meinen Vater nicht. Ich brauchte den nicht. Also ich bin ein super Mensch geworden. Der hat mir nie gefehlt für mein Verständnis. Jetzt, wo ich es aufschlüssele alles und gerade durch die Frauen, die ich da treffe, ist mir klar geworden, dass das doch ein Riesenproblem für mich war, dass der nicht da war, weil ich hatte nie eine Messlatte für Männlichkeit, also so ein Vorbild für Männlichkeit. Was ist männlich und so? Das sucht man sich immer. Das ist immer der Vater, der erste Mensch, der das für dich ist. Oder ein sehr closer Familienmensch. Meinst du, das ist ein Onkel, wenn der Vater das nicht hinkriegt und so, dann ist es der Bruder vom Vater oder so. Aber es ist immer jemand sehr nahes. Und das ist so auch für Frauen. Eine Frau, der erste Mensch, in den eine Frau richtig verliebt ist, diese wahre Liebe spürt, diese wahre, echte Liebe, ist der Vater. Und danach wird sie ihr Leben lang wahrscheinlich wieder weiter suchen. Und das ist die Messlatte halt für Männlichkeit und für das, was man so will im Leben. Oder halt, der kann auch viel kaputt machen. Sehr, sehr viel kaputt machen, wenn es halt nicht, das so, wenn man merkt, funktioniert alles nicht, Mama ist nicht glücklich und so, kann gerade der Vater auch viel kaputt machen. Ich habe kein Vorbild für Männlichkeit gehabt. Ich musste mir das mein Leben lang, ich tue das bis heute. Ich gucke immer auf und das ist ein großes Thema für mich. Was ist männlich, wo ist die Grenze, wo geht man zu weit, wo ist man zu wenig und so. Das ist für mich ein großes Thema. Dein Vater, der war ja viel zu früh weg, um irgendwas zur Erziehung beizutragen. Was er aber dir auf jeden Fall hinterlassen hat, ist so dieses Unterschwellige, er ist abgehauen und hat keine Verantwortung übernommen. Ja, er ist abgehauen und er hat ja nie zu mir gesagt, du bist ein Versager oder so, wie ich das auf dem Song sage. Wir haben ja nie gesprochen, so richtig. Aber dadurch, dass er halt nicht da war, hat er mir das Gefühl gegeben, ich bin nicht mehr wert, dass mein Vater da ist. Ich bin dem nicht mehr wert, dass er mich anruft, dass er mir sagt, dass er mir zum Geburtstag gratuliert. Ich bin dem das nicht wert. Ich hab schon als Kind schon versagt für meinen Vater. Ich bin für meinen Vater ein Versager. Und meinst du, dass es dann auch ein Grund ist, dass du jetzt ja dann, wie sich herausgestellt hat, doch nicht für eine dauerhafte Beziehung gemacht bist, für eine, die für immer geht? Ja. Weil du sagst ja dann auch in Rollender Stein, vielleicht bin ich meinem Vater viel zu ähnlich. Mhm. Ja, ich glaube, das ist, dass ich ja von mir weiß, ich bin auch ohne Vater klargekommen. Das wird schon klappen, auch ohne mich. So, der Gedanke ist zu leicht da bei mir. Den muss ich immer wieder überwinden und mir sagen, nee, es muss halt sein, du musst da sein. Du hast auch einen Knacks davon. Das ist so. Du sei da. Wie gehst du denn jetzt mit dieser Erkenntnis um? Also die ist ja jetzt einfach da und da kann man jetzt ja nicht auf den Knopf drücken und dann ist das für immer weg. Nee, es ist nicht immer weg, aber man muss das halt, und es ist auch nicht von heute auf morgen geändert. Also erstmal das, was ich über mich weiß jetzt, macht die Sache viel leichter, dass man es weiß, was es ist. Man weiß auch, dass es nie perfekt wird. Das ist auch gut. Aber wenn man weiß, mit was man zu dealen hat und wenn man weiß, warum man jetzt schon wieder nach der Show in so ein komisches Loch fällt und so weiter, kann man damit viel besser umgehen. So, man weiß, es kommt, man kann sich darauf vorbereiten und so weiter und so. Also es ist so, ist viel besser damit umzugehen, wenn man es weiß. Auch wenn man weiß, es wird sich wahrscheinlich nie ändern. Aber es ist ja jetzt eine wahnsinnig komplexe Gemengelage für dich. Also ich habe mir jetzt die Platte, seit ich sie bekommen habe, irgendwie 20, 30 Mal angehört und man könnte darüber, glaube ich, 3 Tage am Stück sprechen, wenn man
wenn man an jede einzelne Textzeile auch nochmal rangeht. Und es ist so ein einfach unfassbar viel. Ne? Ja. Und das muss sich ja für dich nochmal 10-mal so viel anfühlen. Und wenn man jetzt mal so einen Themenkomplex rausnimmt, es drehen sich halt ein paar Tracks auch um Drogen, um Feiern und einfach nur noch in der Nacht unterwegs sein. Und so diese Erkenntnis, dass einen das dann auch irgendwann hinrichtet. Und wenn jetzt, also die Vatersache ist das eine Ding, aber du bist ja jetzt nicht deswegen in die Klinik gegangen. Nee, das habe ich da auch erst rausgefunden. Ja. Ja. War diese Feierei und dann auch so dieser Absturz, war das der Grund, der erste, warum du dann dahin bist? Ja, also das waren die Drogen. Ich musste den Entzug machen, dringend. Ich musste dringend runter von den Drogen. Das war das Verrückte. Also ich wusste, wir waren jetzt nicht klar. Ich dachte, ich bleibe da 2 Wochen und entziehe. Ne? Dass es so ein längerer Aufenthalt wird, das ist ja da erst entstanden. Mit den Gesprächen und dass halt klar wurde, das steckt tiefer als einfach nur mal zu viel gefeiert. Ne? Kann ich mich auch an was erinnern, was du mir mal erzählt hast? Du hast einfach so eine ganz total logische Feststellung für mich getroffen. Da haben wir über Drogen geredet und dann hast du gesagt, so, wenn es mir gut geht, brauche ich auch keine Drogen. Ja. Drogen nehme ich, wenn Dinge scheiße sind und aus dem Ruder laufen. Ja. Und so war das dann in dem Fall. Und dann bist du dann eben in diese Wohnung, bist fallen gegangen ohne Ende. Und gab es dann irgendeinen Punkt jemand, der gesagt hat, du musst jetzt mal so ein bisschen aufpassen und vielleicht solltest du in eine Klinik gehen? Ja, immer mal wieder. Leute, auch durch die Blume haben mir ein paar Leute das gesagt. Ja, also gerade mein nahes Umfeld. Aber richtig krass hat zum Beispiel Savas hat mir eine längere Sprachnachricht geschrieben, geschickt eine Sprachnachricht, wo die Stimme gezittert hat und man zum Ende hin gehört hat, so, oh, der Shit, der verdrückt sich gerade die Tränen, der meint das ernst und hat so Sachen gesagt, wie, ich will nicht, dass du stirbst und kümmere dich bitte um dich und so. Und habt ihr in der Zeit gesehen viel? Nein, es hat sich halt so weit rumgesprochen, ne? Das ist das Verrückte. Also das wurde halt richtig Gossip in Berlin, was da mit mir los ist und so. Und, ja. Ich habe jetzt auch nicht gerade auf Geheimniskrämer gemacht oder so. Ich habe halt einfach so, ne? Ja. Das hat sich halt rumgesprochen, meine Sessions und was da los ist. Und das kam halt bis zu Savas, der mit sowas eigentlich nicht, also überhaupt nichts am Hut hat. Ne? Ja. Bis zu dem kam das und ja, der hat mir diese Nachricht geschickt. Und dann hast du selber da angerufen? Nee. Mir war sowieso bewusst, irgendwie muss ich das machen. Alleine werde ich das nicht auf die Reihe kriegen. Also für mich einfach nur trockenen Entzug machen und so, das, ne, so, das kriege ich nicht hin. Von was reden wir denn da? Von welchem Cocktail? Was musste alles entzogen werden? Kokain musste in erster Linie entzogen werden. Ja. So. Das andere habe ich halt so, wenn man so von Ecstasy spricht und so, ist halt so ein Ficken und Feiern. So. Aber Kokain war halt jeden Tag. Okay. Nicht gut. Ja, nicht gut. Wie gesagt, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, da selber anzurufen. Also, ich hätte mich nicht getraut, die Idee hätte ich gehabt, aber ich so, da jetzt selber anzurufen und sagen, hey, ich bräuchte mal einen Klinikplatz und so, ich bin es hier, hallo, und ging nicht. Und dann war ich vielleicht eine Woche nach dieser Nachricht von Savas bei den Kindern, bei Charlotte und bei den Kindern im Haus, sonntags, und bin einfach eingeschlafen, mittags auf der Couch, komplett fertig. Und wach dann irgendwann auf und sage, ich glaube, ich muss rüber, mir geht's nicht so gut. Also zu mir in die Bude. Und dann meinte sie, nee, du musst einen Entzug machen. Deswegen geht's dir nicht so gut. Also, sie wurde gleich ganz klar. Und draußen spielten die Kinder im Garten und sie zeigt raus durch die Scheibe und sagt, da sind deine Kinder, willst du die alleine lassen? Du wirst sterben, wenn du das jetzt nicht machst. Und, da bin ich natürlich, da bin ich einmal durchgebrochen in dem Moment. Hab gesagt, okay, lass das machen. Und ich glaube, 3 Tage später oder so hat sie mich in die Klinik gefahren. Sie hat das alles organisiert. Stimmt wahrscheinlich, was sie gesagt hat, oder? Ja, natürlich stimmt das. Ja. Also in der Klinik ist halt, wirst du auch so körperlich gecheckt, Blut und alles Mögliche und so weiter wird gecheckt. Und ich musste des Öfteren die Klinik verlassen in Richtung Krankenhaus und da Dinge erledigen lassen, die an mir gefixt werden mussten. Ich habe einen 2 Zentimeter großen Nierenstein in der Niere. 2 Zentimeter groß, sodass dass du den nicht mal kaputt machen konntest, sondern der wurde mir aus dem Rücken raus, also aus dem Rücken geholt. Und der hat mich richtig auseinandergenommen. Also ich konnte nicht mehr laufen, konnte nichts mehr machen. Ich dachte, ich habe Bandscheibe. Ich wusste nicht, was das ist.
Nur mal als Beispiel, was die so alles an mir gefunden haben. Ich hatte nur so ein paar Körnchen. Das sind Schmerzen, die kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Ja. Ich habe die Schmerzen versucht, mit Ibuprofen dann zu bekämpfen. Aber Ibuprofen legt sich halt in der Leber ab und bildet Nierenstein. Mhm. Also ich habe den gefüttert. Ich habe hab Schmerzen gehabt, habe den die ganze Zeit weiter gefüttert mit Ibuprofen, damit die Schmerzen weggehen. So habe ich mir den halt rangezüchtet, das Riesenviech. Aber es sind noch ganz andere Sachen gefunden worden, die dafür gesorgt haben, wenn so Sommer diese Festivalspiele und so, für die ich ja wieder fit war, also zumindest der Nierenstein war noch nicht raus, aber alles andere, ich hatte noch ein paar andere Probleme. Mhm. Wenn ich das alles nicht gemacht hätte, dann ich hätte den Sommer nicht überlebt. Also es wäre schwer gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo einfach umgekippt wäre bei irgendeiner Sache, ist hoch. Aber es ist so krass, wie du dann trotzdem durchgezogen hast. Also ich habe ein paar Live-Dinger gesehen, dann, also so Zusammenfassungen, Aufzeichnungen davon. Dann warst du auch irgendwann mal bei Aaron. Ja. Da gab es ein paar Momente, die so ein bisschen awkward waren, wo ich mir schon gedacht habe, so ist alles okay, aber dann, na, es ist halt dann so ein Konzert und ein bisschen Backstage, gibt es Wodka und so. Aber ansonsten hast du ja weiterhin auch abgeliefert, ohne dass man groß was gemerkt hätte, zumindest jetzt als normaler Konsument. Ja, ja, das ist auch eher im Privatleben gewesen, so dass dieses Session-Zeug und so. Silo-Ding hat mit Drogen gar nicht so viel zu tun. Der kommt klar, und also der nimmt keine Drogen, der kifft und so, weißt du, aber der braucht halt nicht Drogen. Und der ist halt immer pünktlich, der ist immer da, der ist eine Maschine. Der ist halt eine Maschine, der funktioniert immer. Ne? Der hat auch keine Probleme, der hat keine Probleme, auch im Kopf nicht, dem ist gut. Also hat Paul versucht, Sido platt zu machen. Ja. Ich hab richtig angefangen, den zu hassen, meinen Job zu hassen, alles zu hassen. Ich habe mich geekelt davor. Vor Sido. Also ist wirklich da so ein Spalt, so ein Zwiespalt in mir entstanden, ganz schlimm. Wird alles immer wieder besser und so. Und ich gucke mir gerne Konzerte von mir an, also von Sido. Und ich sehe da halt jemand anderen. Ich sitze auf der Couch und sehe da Sido und finde den cool und boah, was, das ist ein cooler Typ und so. Das ist crazy, das ist wirklich verrückt. Aber ich kann, auch wenn ich mich fertig mache für die Bühne, stehe ich vorm Spiegel und mache mich so fertig. Und wenn ich rausgehe zu einem Interview oder hier, mache ich nichts. Der kommt, wenn ich irgendwo bin im Fernsehen die nächsten Tage oder irgendwo, wo ich Haare brauche oder so. Ne? Ansonsten gibt's das halt nicht. Aber Sido macht sich halt fertig, richtig. Der steht da vorm Spiegel und steckt sich die Hose in die Socken und so. Der macht so Dinge. So. Hat Paul an irgendeinem Punkt Sido so weit gebracht, dass du gesagt hast, jetzt mache ich mal aus beiden ein, ich hänge meine Karriere an Nagel? Ja, oft. Oft. Also, ja, nicht, also das Öftere in den 20 Jahren. Und das ist nicht nur vor kurzem, das passiert halt öfter. Am schlimmsten jetzt beim letzten Mal? Mhm. Ich meine, man hat ja drei Möglichkeiten. Wenn man in so einer Situation ist, in so einer Lebenskrise und einer der bekanntesten Künstler dieses Landes ist, dann kannst du entweder sagen, du hörst auf, oder du machst so weiter, wie es jetzt gerade ist und weißt aber, das wird nicht mehr lange gut gehen. Oder du machst so eine Platte, wie du die jetzt gemacht hast. Genau, ich muss halt das erzählen. Ich muss das halt erzählen, ich muss es den Leuten erzählen, ich muss ehrlich sein, ich muss es auf den Punkt bringen. Ja, für mich aufschlüsseln, ja. Sonst, ja, und ich lebe auch damit, wenn es keinen interessiert oder wenn Leute sagen, ja, du Opfer. Oder was auch immer, wenn so, damit würde ich halt dann auch leben. Für mich geht nur das. Diese Art von Musik und das, also diese Konsequenz für meine Karriere, der einzige Weg wäre, ist das für mich. Verschwendest du da überhaupt einen Gedanken daran, dass man vielleicht jetzt aus irgendeiner Ecke kommt, dann so Zwischenrufe wie hier, machen wir jetzt Befindlichkeitsrap und früher wäre das wack gewesen, was du jetzt machst? Das höre ich seit meinem ersten Album. Ja, es wird jetzt nicht weniger werden, das weißt du, ne? Ja, das ist voll okay, das ist voll okay. Es ist immer irgendjemand, der es kacke findet. Aber wenn jemand so weit geht, einen Kommentar zu schreiben, hat er eine Meinung zu mir. Und das finde ich gut. Weißt du, ich kann trotzdem mit allem, was ich da tue, mich kann nichts angreifen von dem, was die Leute sagen, weil es alles echt ist. Und ich und 100% meine Meinung. Und ich muss ja nicht den Leuten das Recht machen. Jeder darf eine andere Meinung haben. Jeder kann auch kacke finden, was ich mache und so. Aber ich kann dahinter stehen und Mir tut das nichts, weil ich nicht ein bisschen glaube, dass das, was der sagt, richtig ist. Nicht mal ein bisschen. Es könnte richtig sein, weil ich mich anzweifle oder so. Ich zweifle das null an. Also ist jetzt das Einzige, was dazwischen steht, eine andere Meinung. Nichts anderes.
Da hat jemand eine andere Meinung. Ist okay. Ich bin aber 100% zufrieden mit dem, was ich tue und da gemacht habe. Und deswegen kann mich das nicht angreifen. Ich hatte nur ein Problem damit, wenn ich selber ein bisschen so denken würde wie er. Und dann denke, ja, hätte ich es doch lieber so gemacht. Ne? Aber ich denke null so wie der. Ich bin 100% zufrieden damit. Das unterscheidet jetzt nur eine andere Meinung. Und das ist legitim, darf jeder haben. Ist deine ehrlichste und offenste Platte? Ja, was man ja auch immer auch so, das ist auch so eine Floskel, die ich versucht habe zu vermeiden, weil. Ja, weil wenn es halt mal stimmt. Meine persönlichste Platte und so, das hört man irgendwie immer, ne, weil von Leuten, aber. Ja. Es ist wirklich so. Persönlicher geht's gar nicht. Es ist halt, das bin ich gerade 100% und im Moment ist mehr Hose runterlassen, als von Erfolgen sprechen können. Ja. Das ist mein Leben halt gerade. Es ist halt inhaltlich so krass teilweise, so was du da preisgibst. Und wie du schon sagst, das Gute ist, dass viele Leute halt relaten können und dann ja auch, ja, dass du denen ja auch Kraft gibst und so eine Stütze sein kannst, weil du eben so öffentlich darüber sprichst. Es ist jetzt total in die Zukunft geguckt, aber was wären so jetzt die idealen nächsten 2-3 Jahre für dich, die dafür sorgen könnten, dass du für immer stolz auf die Platte zurückblickst und keine einzige Sekunde hast, wo du sagst, das war vielleicht auch ein Fehler? Was schon passiert. Das ist schon passiert? Das ist schon passiert. Ja, besser geht's ja gar nicht. Ja, also ich glaube, ich bin sehr zufrieden mit der Platte. Also die Leute, die das jetzt schon kennen, kriege ich ein super Feedback. Es macht was mit den Leuten. Es ist halt kein Partyalbum oder irgendwas, aber es ist ein Album, was tut. Und da ist der Künstler in mir einfach super zufrieden. Der Künstler. So nicht der Entertainer oder der Leute unterhalten möchte, sondern ich bin der, was Emotionen auslöst in den Menschen. Irgendwas bewegt in den Menschen. So, das habe ich gut gemacht. Und da ist der Erfolg hat mir tatsächlich, ich weiß nicht mal, wo die Singles sind, ich frage nicht und so, weil für mich weiß ich, das Album wird das machen, was es machen soll. Und das heißt nicht groß in den Charts. Wenn es das macht, ist es auch okay, aber es soll es nicht. Dafür ist es nicht gemacht. Ja, es ist definitiv nicht so, wie du an die letzten Platten rangegangen bist, dass du ja auch wirklich so gezielt Radiohits geschrieben hast, die ja dann auch wirklich Radiohits alle wurden. Das ist definitiv diesmal nicht so. Nee. Aber du bist natürlich jetzt auch an einem Punkt in deiner Karriere, da kannst du ja auch zumindest in kommerzieller Hinsicht ein bisschen egal sein. Ja, es ist mir, ja, kommerzielle Hinsicht ist mir auch immer egal. Auch die Radionummern habe ich nicht aus kommerzieller Hinsicht gemacht, sondern einfach, weil ich es kann. Ja. Ist richtig. Wenn man jetzt mal so kurz die inhaltliche Schiene verlässt, dann muss man halt auch sagen, dass die Platte herausragend gut produziert ist und dass diese ernsten, berührenden Inhalte perfekt umgesetzt sind. Mhm. Mit wem hast du gearbeitet? Alles mit denselben Leuten, mit den Bee Gees, mit DJ Desuet. Ja. Der hat den Hip-Hop-Faktor da reingebracht, weil Bee Gees sind so auch Pop-Produzenten und so. Und Yannick Stärk, der auch ein, zwei Sachen singt, wie Versager und Daimonde, der singt auch ein paar Sachen auf dem Album. Ist ein sehr wohlverdienter Songwriter auch, ne, für ganz viele Leute schon. Ja. Mittlerweile auch auf Platz 1 gerade mit Lena, glaube ich, oder so. Ne? Wie kam es mit dem, die Zusammenarbeit, zustande? Der ist mit den Bee Gees eigentlich auch immer so verbandelt gewesen, aber ich bin gerne mit dem zu Hause einfach, mit er am Piano und am Rechner und ich schreibe und dann machen wir so Songs und machen wir gerade einfach gerne Mucke. Ich mache gerne Musik mit dem hauptsächlich. Aber es sind dann so diese Demos, die dann halt, dann hole ich DJ Desuet nochmal dazu, der dann den Hip-Hop, so dieses roughe, dumpfe Hip-Hop-Ding noch mit reinbringt und so, ne, damit das halt nicht zu poppig wird auch und so. Und, ja, das ist so das Team, was ich mir dann da so zusammengesammelt habe. Und Hannes von den Bee Gees, ja, ist ja auch sehr Nerds. Du brauchst halt auch so eine Nerd-Clique, ne? Aber war es denn schwer, so den adäquaten Sound zu finden? Also, wie darf man sich denn... Nee, sich das zu trauen war schwer. Ja? Nicht zu finden. Finden ist ja einfach, du machst was und findest das gut und dann ist es das halt, ne? Und du musst keine Konventionen beachten oder irgendwas oder wie muss irgendwas sein oder so, sondern du musst es einfach nur gut finden. Und wie darf man sich das jetzt vorstellen? Du hattest so diesen ganz schweren Rucksack an Emotionen und Gedanken, mit dem du dann angefangen hast, irgendwann Songs draus zu machen. Und wenn du dann so auf Leute wie Desuet triffst, die du schon ewig kennst auch, und sagst denen, pass mal auf, das könnte sein, dass es diesmal ein bisschen anders wird inhaltlich. Wir müssen vielleicht anders an die Sache rangehen oder zieht ihr da einfach durch? Und dann inhaltlich würde ich nicht mit mir diskutieren lassen. Okay. Auch gerade bei dem Album haben die auch ganz schnell gemerkt, dass man da nicht mit mir reden braucht und dass das auch gar keinen Sinn macht, bei dem Album irgendwie mit
so im Text, weil die sind das nicht. Das muss halt, die können da gar nicht mitreden, auch null mitreden. Und es muss halt alles auf meinem Mist wachsen. Und inhaltlich hat da keiner irgendwie mit irgendwas mitgeredet. Macht auch selten einer. Ich mach das auch bei der Musik nicht. Also ne, ich kann denen sagen, ja, das, was du da gerade spielst, ist gut, arbeite daran mal weiter oder so, aber ich gehe nicht jetzt ins Studio und sage, spiel mal le oder irgendwas, keine Ahnung. Ne? Also jeder hat da sein Fach. Aber gab es vielleicht eine Situation, in der die gesagt haben, uns fällt jetzt auf Anhieb dazu musikalisch nicht wirklich was ein, was zu ernst ist, inhaltlich? Nee. Das ist oft, was passiert ist, dass ich Songs wegschmeiße, die einfach geil finden. Okay. Dann ist so, dann erschien so das, bitte wirklich und so, nee, nicht den, bitte nicht. Und, aber das, für mich passte halt nicht mehr aufs Album, das war zu einer Zeit, wo noch nicht alle Songs da waren, war der gut, aber jetzt passt der irgendwie, so entscheide ich das dann halt. Wir sind stehen geblieben bei Yannick Stärk, es sind noch ein paar andere Leute auf dem Album. Wo fangen wir an? Bossa, ja. Ja. Mhm. Mit dem hast du einen Track gemacht, Sterne heißt der, da geht's inhaltlich auch im weitesten Sinne über Absturz, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Scheidungsgrund, heißt es im Text. Habt ihr den zusammen gemacht, den Song? Ich habe den gemacht. Mhm. Und ihn wusste ich, da brauche ich eine Strophe von ihm noch. Und habe ihm den dann geschickt, sozusagen. Das passt inhaltlich auch total super. Ja. War ganz klar, dass der das machen muss. Und seine Strophe, oh, die fickt so rein, die ist so krass, Mann. Ja. Ich schuld dir. Ja, finde ich auch. Ja, aber Bossa ist ja klar, das geht ja schon ein paar Jahre. Erstmal das, ja. Ich habe den ja auch gesigned und genau. Ich halte den auch für, wenn einer irgendwann das mal so machen kann wie ich, dann er. Also so was Texte und so weiter angeht, ja. Ne? Und so dieses, die Art und Weise, wie er schreibt, wie er Bilder macht, welche Worte er benutzt, mit dieses Augenzwinkern, dieses, das Wort benutzen, die so innerhalb von einem Satz kann der dich so abstechen und dich zum Lachen bringen mit einem Satz. Das ist so, das kann ich halt auch und ich glaube, ich kenne keinen anderen nach mir außer ihn, der das auch so kann wie ich. Ist noch mehr Leute dabei? Tarek von KIZ? Ja, auch richtig krasser Typ. Ja. Also ja, einer meiner Lieblingsrapper, auch super Strophe. Mhm. Ja, Tarek ist dabei, Jamule ist dabei. Ja. Der singt einen Refrain, obwohl er ist auch ein super Rapper, aber ich brauchte halt seine Stimme für den Refrain. Bei Medizin. Ja, genau. Ja, super hingehauen. Und Estikai? SDK. Ja, ja. Der auch mal auf deinem Label war, ne? Mhm. Der war auch mal bei mir gesigned. Mittlerweile macht er sein Ding. Aber ja, ist immer noch in der Gang. Also muss er noch mit aufs Album. Und ich hatte ihn auch deswegen war er bei mir auch gesigned. Das ist ein krasser Rapper. Und hat auch zu dem Thema halt auch Dinge zu sagen, die er sich nicht aus dem Rhythmus schneiden muss, sondern der versteht das. Das finde ich immer beeindruckend. Ja, aber das ist dieses alte Männerproblem, Mann. Da müssen wir durch, Mann. Die Haare wachsen da und die werden immer dicker. Aber geht das nicht anders? Hä? Muss man da irgendwie so mit Fire ran? Na ja, klar. Ist doch erstmal, ist das abenteuerlich? Deswegen. Ja, ist doch gut, Mann. So ein Satz heiße Ohren sagt. Deswegen sagt man, Satz heiße Ohren. Gibt ja auch die krasse Methode mit Heißwachs aus dem Ohren raus, oder? Holy shit. Aber auch aus der Nase, ne? Diesen Wachs. Aus der Nase, das ist richtig, aua. Wir haben über die vielen ernsten Inhalte und die ernsten Songs gesprochen. Was auch auffällig ist, ist, dass nach hinten raus das Licht ein bisschen angeht, ja, auf der Platte. Mhm. Mit Track 13 und 14, die da heißen Liebst du mich und mit dir. Mit dir kann man schon vorher? Könnte man schon, ja. Kennt man schon. Jetzt könnte man sagen, die fallen inhaltlich beim ersten Hören so ein bisschen raus. Warum fallen sie trotzdem nicht raus und gehören auf die Platte? Liebst du mich ist die Frage, die jetzt eine der ersten Fragen, die mir noch offen blieben nach allem jetzt, nach der Selbsttherapie, nach der Therapie, nach allem, nach dem Entzug und so weiter, ist das so eine sehr, sehr essentielle Frage für mich. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht eine Person, also ich meine halt Leute, die ich liebe und ich liebe schnell. Also ich verliebt mich schnell auch nicht nur in Frauen, auch in Freundschaften. So Freundschaften ist für mich auch wie Liebe. Ich nenne das dasselbe. Ja, die Frage ist halt, werde ich halt auch geliebt? Ist so gebe ich zu viel? Ist alles richtig? Weil das ist eine Sache, die mich schon oft in meinem Leben kaputt gemacht hat. Also ist die Platte ja trotz allem hörbaren Schmerzes, ist sie ja auch so ein bisschen ein Plädoyer für Freundschaft
Hoffnung. Ja. Der letzte Song mit dir ist ja auch nicht an jemanden speziell gerichtet. Mit dir ist so meine Betriebsanleitung. Wenn du mich kaufst im Laden oder wenn du mich hast, dann packst du mich aus und dann liegt diese Betriebsanleitung, dieses Lied liegt als Betriebsanleitung dabei. Wie handhabt man mich am besten? So. Und wie ist meine Sicht der Dinge von Beziehung und Liebe und so? Weißt du denn selber, wie man dich am besten handhaben soll? Ja, sage ich auf dem Song. Also ist das wirklich so? Ja. Und meinst du, wenn das so jetzt gelesen wird als Anleitung, dann nimmt dein Leben einen anderen Verlauf? No. Weil? Ich immer noch auch einen Teil mitentscheide. Aber wo könnte die Reise hingehen? Weil du wärst ja an einem Punkt schon mal wahnsinnig gerne angekommen und du hast ja zumindest zwei Kinder, die noch relativ jung sind. Wie geht's da weiter? Also wie sieht dein Vatersein jetzt aus, perspektivisch? Mein Vatersein sieht aus, dass ich alles dafür tue, da zu sein. Ne? Und die stehen halt ganz weit oben auf meiner Liste. Ne? Also von Dingen, die ich zu tun habe und die ich zu machen habe, also von meinen Pflichten, stehen halt die Kinder ganz weit oben auf der Liste. Also nicht, wenn nicht ganz oben. Wie nehmen die den Unterschied wahr vor und nach Klinik? Beziehungsweise, wie haben sie dich erstmal vor der Klinik wahrgenommen? Ich glaube, nach der Klinik, nachdem sie wussten, da ist irgendwas vor der Klinik, haben die das gar nicht so richtig mitgekriegt. Mhm. Erst mit der Klinik wussten sie, da ist was. Die machen sich nach der Klinik sogar mehr Sorgen. Weil die wissen, Papa, der hat so einen Schalter. Papa hat so einen Schalter, da müssen wir aufpassen. Und deine beiden älteren Söhne? Mit denen kann ich viel offener reden, viel besser reden schon. Also mit denen rede ich auch ganz klar und ich habe denen auch noch nie was verheimlicht, weswegen die mir auch alles glauben. Also ich habe auch nie aus irgendwas ein Hehl gemacht oder so. Auch die beiden Älteren wussten, wie ich drauf bin. Die haben mich auch öfter besucht und so. Also die wussten ganz genau, was da los ist. Ich habe halt eine sehr, sehr gute Beziehung zu denen. Wir sind immer ehrlich und auch alle meine Fehler und so. Ich bin halt so, ich sage auch mit allen, mit alles dann mit denen, über die und bin ehrlich halt mit denen. Und deswegen kommen die schon klar damit, aber ich merke, die machen sich auch Sorgen um ihren Vater. Wie oft siehst du die jetzt im Einzelnen? Die ganz jung, ja, nicht, also gelegentlicher gerade. Jetzt im Moment, weil ich viel zu tun habe, aber es liegt an, dass ich viel zu tun habe. Ansonsten so sagen wir zweimal die Woche sowas, ja, zweimal die Woche. Und die Großen, also der Älteste kommt, wann er will, kommt und geht, wann er will. Und ne, man hat regen Kontakt natürlich. Und der Zweite wohnt ja nicht in Berlin. Und der kommt immer zu den Ferien, wenn er Zeit hat, also regelmäßig ist der dann auch länger bei uns. Und die beiden Älteren, verstehen tun sie es bestimmt, aber wie ist so die Rückmeldung darauf, dass das vielleicht so ja, das ehrlichste und auch vermutlich wichtigste Album deiner Karriere ist? Die sind stolz. Also da sind sie stolz, dass ich das kann und sagen mir auch immer, also ich habe meinen Ältesten sich noch nie so sehr mit meiner Musik befassen sehen, wie mit dem Album jetzt. Ne? Und ob mir mal schreiben, welche Songs er krass findet und so, das ist vorher noch nie passiert. Es war halt, da waren halt andere Sachen, andere Rapper oder andere Musiker viel interessanter als ich. Aber mittlerweile, der Älteste interessiert sich viel mehr für meine Musik seitdem. Gab ja auch noch Zeiten, da fand es überhaupt nicht cool, ja, dass ja. Du sein Papa warst. Oh Gott, der hatte seine Probleme und auch so, wieso bist du mein Vater und so, ich hab nur Ärger wegen dir und ja. Was man aber total auch in den letzten Jahren verfolgen konnte, ist, dass du so diesen nahtlosen Übergang vollzogen hast. Ich weiß, du hörst das Wort überhaupt nicht gern, aber du bist, sagen ganz viele Leute zu dir, du bist eine Legende, was ja erstmal immer so klingt, als hätte man schon alles hinter sich und da würde auch nichts mehr kommen. Aber trotzdem, also es gibt überhaupt keinen Bruch bei dir, dass jetzt die Jüngeren irgendwann gesagt hätten, das ist der aus der Generation vorher, den hören wir nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, du kriegst den Respekt von jungen Rappern und du kriegst auch den Respekt von Kids, die die Musik ganz neu für sich entdecken, die da überhaupt nicht sagen, aber der ist doch schon über 40. Mhm. Sag mal, wie nennt man das? Gut gealtert? Gut gealtert, auf jeden Fall. Aber so kann man es doch annehmen eigentlich, oder? Den Legendenstatus. Nee, noch nicht. Noch nicht? Legende klingt so nach Echo fürs Lebenswerk. Ja, schon, aber bei dir ist es ja nicht so. Du bist die erste Legende, die da noch irgendwie echt was im Petto hat. Ja, lass mich noch bitte.
Okay. Kann dir das Legendending nicht schmackhaft machen? Nein, Mann, lass mich bitte noch ein bisschen. Aber es ist ja wirklich so, dass du auch wirklich so vollkommen ein Problem hinbekommen hast, so den Übergang in die ganze Streaming-Geschichte. Es gab überhaupt keinen Abriss, ganz im Gegenteil. Mhm. Wurde er eher noch erfolgreich. Ja, gerade durch meinen Backkatalog, die Songs, die ich so habe. Ich habe halt Hits. Und deswegen spiele ich halt auch bei Spotify so eine große Rolle. Obwohl ich nicht mal einen Song rausbringe, bin ich immer in der Top 3, Top 5 der meistgestreamten Deutschen bei Spotify. Leute haben einen Song von mir in jeder Playlist. Jeder hat irgendeinen Song von mir bei sich in der Playlist. Irgendeinen alten, irgendeinen Song von mir ist in der Playlist. Klar, kam ja auch was zusammen, ne? Ich meine, jetzt die Platte, die du jetzt gemacht hast, das ist, wenn man ja so will, ist es ja so, ja fast so Rap in seiner reinsten, wahrsten Form, ne? Dass man also ohne Sexismus, ohne Rumgepause, sondern einfach ehrliche, ja, ungeschönte Erzählungen aus dem wahren Leben. Mhm. Das ist Biggie. So, genau. Da sind wir wieder. Das wäre so die Referenz. Bei meinem Idol, das hat der gemacht, da ging es nicht um Bitches und bla und blub, ja. Da ging es halt ums Leben, ums roughe Leben, wie es halt ist. My mama got cancer in the breast, don't ask me why I'm motherfucking stressed, things don't change. Das ist so, über sowas rappt ihr dann auch, da kriegst du so Gänsehaut, das ist halt so eine ehrliche, tiefe Gänsehautmusik. Ich glaube, das löst meine Musik halt bei mir hat es das ausgelöst, beim Schreiben jedenfalls. Ne? Wie fühlst du dich, wenn du dir die Platte komplett am Stück anhörst? Habe ich lange nicht mehr gemacht, werde ich auch nicht mehr so schnell tun. Ja? Ja. Also tut weh. Und den Moment, wo ich denke, oh, ist geil gerappt und so, den habe ich überschritten, dann wissen wir jetzt. Und sonst hätte ich das Album nicht abgegeben. Mhm. Wenn ich nicht gedacht hätte, hätte man nochmal was ändern können oder so. Aber jetzt ist es halt nur noch emotional, wenn ich es höre. Und dann ist es mir, jetzt gerade ist es mir zu viel. Ich werde es bestimmt wieder hören, aber zu einer anderen Situation. Nicht jetzt. Jetzt diese Interviews und so, heute mit dir ist anders, weil wir uns kennen und wir reden wie Kumpels so, ne? Aber so die Interviews, die ich dann letzte Woche gemacht habe, die haben mich echt mitgenommen. Da wieder drin zu sein in dem Thema und ich habe 2 Tage Telefon ausgemacht danach. So. Du hast natürlich auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, okay, dann waren das jetzt die 3, 4 Interviews zur Platte. Es ist alles gesagt. Ja, das mache ich auch. Ich habe 3, 4 Interviews gemacht zu der Platte. Und den Rest müssen die sich halt dann abschreiben voneinander oder was auch immer, aber ich mache dann halt 3, 4 Interviews und dann ist das so. Und mit dir ist es nicht das ist hier nicht wie ein Interview mit dir, aber ne, die ersten Sachen, so, wo dann so DPA kommt und so, dann sitzt du da halt und buchst das alles nochmal auf, bügeln da die ganzen Quatsch und das nervt schon. Naja, es gab natürlich auch ein riesen Echo auf die Spiegelgeschichte und da kannst du dann am nächsten Tag News Alert anmachen und das sind aber immer die gleichen Sachen, die daraus zitiert werden, ne? Ja, na klar. Immer der eine Satz. Viele haben den Artikel wahrscheinlich nicht mal gelesen, sondern nur den Satz und schreiben die Headline ab und so. Genau. Klar. Oder auch Telefon klingelt heiß wegen neuen Interviewanfragen und so. Die wollen jetzt natürlich alle, dass ich dazu irgendwo irgendwas sage. Aber ich habe alles gesagt. Was soll ich jetzt noch sagen? Wenn wir jetzt so viel gesprochen haben über Sido Paul Sido, kannst du denn sagen, was bei dir jetzt stärker entwickelt ist, so die Angst, final demaskiert zu werden oder die Sehnsucht, endlich erkannt zu werden? Die Sehnsucht, erkannt zu werden, ist, ich würde es nicht erkannt, sondern für voll genommen werden, wahrgenommen werden. Tatsächlich? Ja. Nach all der Zeit? Ja. Als Paul, nicht als Sido. Ja. Sido hat das ja alles, aber das bedeutet mir halt zu wenig als Mensch. Irgendwie. Es ist toll und es hat mir meine Erfolge und ja, ist alles schön und gut und so, aber das ist nicht, also da nimmt ihr nimmt Sido wahr. Ihr nehmt halt, da nimmt man Sido wahr und Sido hat diese Erfolge gemacht. Und schön, dass halt mein Job funktioniert. Ja? Das ist schön, dass ich Chef geworden bin in der Firma. So könnte man das auch sehen. Ja. Aber auf dem Weg dahin zum Chef habe ich halt ganz viel auf der Strecke gelassen. Und das erstmal muss ich selber finden und dann, wenn ich darüber spreche und oft versuche ich dann als Paul was zu sagen und lass die Hose runter. Ich sehe das oft wie Teddy, mein Comedian-Kumpel von mir oder Kurt Krömer oder sowas. Ja? Leute sitzen mit dem im Gespräch und egal was der sagt, die Leute lachen am Tisch. Und es ist sogar oft bestimmt mal ein Moment, wo er die Hose runterlässt und Dinge sagt, die ihn eigentlich verletzlich machen, wo er jetzt mal wirklich er selber sein möchte und nur so was sagen möchte, was ihm so einen Griff gibt und die Leute lachen. Weil sie denken, das hat jetzt ein Comedian gesagt, das wird wohl witzig gemeint sein. Und so ist es bei mir auch. Halt
egal, auch wenn ich als Paul mal die Hose runterlasse, wird oft gesagt, ja, das ist so, ja, ne, komm. Es wird nicht so, so für voll genommen, weil Sido hat nie Probleme. Also, ne, Sido kriegt alles hin. Also, so kennt man mich. So kennt man mich seit vielen Jahren. Man kriegt alles hin, Probleme hast du nicht. Und wenn ich dann mal wegen irgendwas die Hose runterlasse, was wirklich für mir nahe geht, und wird das oft so abgetan als, so. Weil man mich halt nicht so kennt. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, das sind Momente, wo ich mich dann halt nicht für voll genommen fühle. Und das sind so ganz kleine random Momente. So random Scheiß ist das. Aber das hat sich halt so auf, so Tropfen für Tropfen in so ein Fass und, ne. Heißt es, du müsstest jetzt noch möglichst lange Paul bleiben, um dann auch so komplett deinen Frieden als Sido zu finden? Also mit beiden? Nee, ich muss als Paul Sido einfach koexistieren lassen können. Ja? Ja. Dass wir mehr trennen können. Paul sein und dann zur Arbeit Sido sein. Aber dafür muss man das halt den Leuten erklären und den Leuten sagen, dass wenn ich halt draußen bin als Sido, kann jeder zu mir kommen und ein Autogramm von mir wollen. Aber wenn ich draußen bin im Supermarkt mit meinem Kind auf dem Arm, bin ich nicht Sido. Aber jeder denkt, ich bin halt Sido. Und dann kommen die zu mir und sagen, kann ich ein Foto machen? Ich sage, nee, ich habe mein Kind auf dem Arm. Und dann sagen die, dann stell es doch kurz zur Seite und lass ein Foto machen. Ja, ja. Es ist halt auch, weil sich eigentlich von Anbeginn deiner Karriere hat sich bei dir auch immer so krass jobmäßiges und privates vermischt, ne? Ja, 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 genau. Man kennt halt Sido und man kennt Sido über, jeder kennt Sido. Mit dieser Maske im Supermarkt, dachte man, ne, man, diese Maske, Corona, ja, endlich die Maske, keiner wird mich erkennen. Ja, ich stehe im Supermarkt und frage, red mit meinem Kumpel irgendwas und die Leute sagen, was machst du denn hier? Mit Maske, mit einem. Also ich nicht mal mit, so, ich komme in den Laden rein und Leute sagen, Sido mit Maske, diese, ich, wie hast du mich erkannt? Ja, an deinem Gang. Ja. Ja. Also man kennt mich halt überall. Also ich bin halt, ne, richtig, richtig prominent. Und deswegen, egal wo ich hingehe, wenn ich vor die Tür gehe, muss ich Sido sein. Also bin ich Sido, ob ich will oder nicht. Ich bin Sido für die Leute. Jeder, der mich da sieht, im Fahrstuhl, der Erste, der mich sieht, sieht Sido. Für ihn. Weil er kennt mich aus dem Fernsehen, aus der Zeitung und so. Der kennt Sido. Und ob ich jetzt Sido sein möchte oder nicht, in seinen Augen bin ich Sido. Und alles, was ich sage und tue, wird in seinen Augen Sido sagen. Auch wenn das eine Paul-Meinung ist, die da gerade. Das ist ein bisschen verwirrend, keine Ahnung. Ich will auch keinen hier verrückt machen jetzt. Die müssen jetzt selber alle in die Klapse nach dem Interview. Weil Gehirnrauch, und die Federn sind rausgesprungen. Was will er? Ja, ich meine, das wäre die Frage. Gibt es jetzt Paul nur für diese eine Platte? Oder ist es jetzt ein Ding für immer? Oder für Mittel für immer? Der wird jetzt gesucht. Mit Hilfe von euch und von den Leuten. Und ja, den suchen wir jetzt alle zusammen. Wenn ihr Bock habt. Ja, wir sind gerne behilflich. Also mit was das zu tun hat, was ich brauche, keine Ahnung, finden wir raus. Ich werde es euch sagen. Da könnt ihr sicher sein. Ich werde es erzählen. Wie immer. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du gerade? Über 5, also über die Hälfte ist safe. Das ist gut, das ist eine 7, 6,5, 7, sowas. Ja. Und ich wüsste nicht, was ich bräuchte für den Rest, aber es fehlt, wie gesagt, immer sowas in mir. So diese Unruhe, dieses, ich muss was erledigen, ich habe was zu tun und ich bin nicht fertig und einschlafen fällt mir schwer. Und so, das schwelt halt immer irgendwie in mir. Aber über der Hälfte und Richtung 6, 7, damit kann man arbeiten? Ja, finde ich schon. Also ich finde das sogar überdurchschnittlich gut. Wenn man sich so die Welt anguckt und mit Leuten so spricht und so, bin ich schon in der oberen Klasse von gut gehen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir. Ich dir auch. Vielen Dank, dass du so offen über alles geredet hast. Und ich glaube, das wissen ein paar Leute sehr zu schätzen. Mache ich jetzt auch erstmal eine Weile nicht mehr.